Leute und willkommen zurück bei WeHookIt. Im heutigen How-To will ich euch einmal zeigen, wie wir schnell und effizient eine Springerfliege in unser Vorfach knoten können, um damit zu fischen. Viel Spaß beim Schauen, hoffe ihr könnt davon was mitnehmen. So, der erste Schritt wird sein, an unserer fertigen Montage mit Durchlaufblinker einen Seitenarmrand zu basteln, an den wir nachher die Springerfliege binden. Im ersten Schritt nehmen wir uns ein Stückchen Fluorocarbon. In dem Fall ein Super 21 FC von Suffix. Legen unser Stückchen Fluorocarbon parallel zu unserer Vorfachschnur. Könnt ihr, glaube ich, gut sehen. Legen uns eine Schlaufe. Führen das Ende unsere Stückchen Schnur durch die Schlaufe 5-6 Mal. Wichtig ist, dass ihr das untere Ende nehmt. Ich erzähle euch gleich nochmal warum. So, zieht den Knoten fest. Und nicht vergessen, anfeuchten. Und zuziehen. Sieht dann so aus. Warum haben wir das untere Stück der Schnur eingefädelt und nicht das obere? Also ihr könnt das vielleicht hier, ich lasse mal beide Enden los, ganz gut sehen. Das Stückchen Schnur, was noch unten in Richtung Blinker läuft, hängt enger an der Schnur und steht nicht so gut ab wie das obere. Lass das Trugschluss sein oder Aberglaube, aber ich bin der Meinung, die Fliege läuft besser, wenn der Seitenarm etwas absteht. So, fertig ist der erste Teil. Gleich folgt der Fliegenknoten. Ja, Leute, so schnell kann das gehen. Nun sind wir schon beim zweiten und finalen Schritt. Da werden wir diesen Laser Shrimp von Fliegenwerk, checkt's gerne mal aus, Perfektion in Handarbeit, an unser Seitenarm knoten, per Rapallerknoten. So, dafür legen wir uns eine Schlaufe auf unseren Seitenarm. Fädeln unser Schnurende durch die Schlaufe. Sieht dann so aus. Jetzt drehe ich das Ganze mal, ihr kennt's. Wie mit dem Gesicht, jeder hat seine Schokoseite. Und bei mir ist es von rechts nach links, andersrum klappt das nicht. Wir nehmen unser Schnurende, fädeln es durchs Öhr von der Fliege, schieben die Fliege auf unseren Seitenarm direkt vors Öhr, nehmen unser Schnurende, zwei Schläge um den Seitenarm, fädeln das Schnurende auf dem Rückweg durch die Schlaufe und ziehen das Ganze fest. So habt ihr im Handumdrehen einen Rapallerknoten gebunden und der Laser Shrimp läuft wunderbar in einem Loop. Ja, Leute, schon habt ihr das fertige, komplette Vorfach vor euch liegen. Ich fische das Ganze ganz gerne, ich würde sagen, roundabout 50 cm vorm Blinker. Da seid ihr aber variabel mit, ne? Der Knoten ist frei verschiebbar, also beim Biss zieht der Fisch die Fliege nach unten bis zum Blinker. So seid ihr hängerfrei im Drill und könnt durchstarten. Ja, Leute, das war die ganze Magie. Zwei einfache Handgriffe, schnell am Wasser gemacht, auf jede Situation reagierbar. Ihr wisst, wie es läuft. Lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke. Haut es in die Kommentare, wenn euch noch was brennend interessiert. Lasst es uns wissen. Dann lassen wir es ins nächste Video einfließen. Und bis dahin, dicke Fische und haut rein.